Beim letzten Mal haben wir ja Rocky Schraubenschlüssel besiegt und wir wollen den Ort wechseln. Und zwar zum Meisterwürfler-Mototrom. Dann geht die Reise los. Nächster Halt Meisterwürfler-Mototrom. Okay, steck auf. Bis später. Das wird bestimmt die beste Strecke, die Formel 1 Strecke. Okay. Gut. Ja. Rang erhöht. Silberrang. Okay. Das Spiel wird im Mario Party Modus ist ein neues Spielbrett verfügbar. Steigen in den Heißluftballon, um es zu entdecken. Okay. Hab mich schon gewundert, weil ich dachte, es sind 7 und nicht 4. Also ich kann die freischalten. Ey, hier ist aber viel kaputt. Meisterwürfler Mototrom. Hallo, danke, dass du uns helfen kommst. Mit den Aufträgen, die wir hier für dich haben, kannst du dir 30 Ministerne verdienen. Mach dir um die Ministerne keine Sorgen, die werden nicht wieder gestohlen. Wir werden sie beschützen. Wir alle werden auf die Ministerne aufpassen. Das Glas ist bereits hier aufgeladen, damit wir im Notfall flüchten können. Also sei ganz entspannt. Siehst du, es kann gar nicht schief gehen. Du kannst sofort damit beginnen, uns zu helfen. Also los, an die Arbeit. Ich glaube eher, dass es nichts wird, aber egal. Ich habe nicht genug Flaggen, die ich den Zuschauern zum Anfang geben könnte. Könntest du mir ein paar auf dem langen Flitzplaneten besorgen? Ich dachte, jetzt machen wir das coole Spiel mit dem Flaggen. Oder hat, nee, hat man das nicht schon? Ist ja riesig. Eigentlich ist es besser, hinten lang zu gehen. Aber immer in Bewegung bleiben ist, glaube ich, das Beste. Und keine mehr. Scheiße. Nur die restlichen Flaggen. Monty hat es geschafft. Ein schönes Spiel. Nett, nett, aber noch nicht das Beste. Nicht so gut wie Sandwich und die Villa. Wow, so viele Flaggen. Die sollten definitiv reichen. Da haben wir jetzt 60. Wickler, mein Freund, was gibt's? Was geht ab, mein Freund? Hallöchen, hier wird fleißig geschockt, deshalb haben alle ganz schön Durst. Ich habe diesen Tod ein Getränk gebracht, aber auch die anderen Tod sollten was zu trinken bekommen. Kannst du den 5 Tods die Kameras tragen, die ein leckeres Glas Milch bringen? Ja. Was für eine Milch? Milchlieferungszeit erhalten. Wenn du alle 5 Tods mit Milch versorgt hast, dann melde dich bitte wieder bei mir, ja? Wie kannst du das eigentlich beweisen? Was, wenn ich die Milch einfach selber trinke. Er hat sie mich selber produziert. Dieses Transparent ist cool, oder? Wer von uns damit angefeuert wird, der kann einfach nur gewinnen. Wow. Was ist mit der Boxengasse da los? Roto-Klatschanlage, Robo-Klatscherei gratis. Lust auf eine Runde an der Roto-Klatscherei? Klatschanlage nur zu der Stadion wartet. Okay. Oh.
Ha, da kann man ein bisschen antäuschen. Ja, tut mir leid, Luigi. Aber so ist das Leben. Pech gehabt. Schönes Spiel. Gibt immer mehr Ministände dafür. Prima, du warst nicht nur unser fähigster Robo-Klatschgründer, sondern auch unser erster. Als Premium-Preis erhältst du Zahl-Ministerne. Wow, wie geht's euch, Leute? Keine Sorge, wir werden hier all deine gesammelten Ministerne bewachen. Ich muss auch dies tun und jenes und überhaupt, Mann, ich habe echt noch so viel zu erledigen. Okay. Mein Freund. Oh, gleich mal Chris. Was findet an diesem Ort normalerweise statt? Autorennen. Perfekt. Machen klatschende Fragen durch. Welche Item kommt man rasend schnell voran, weil man viermal würfeln darf? Probe würfeln. Ja, das andere hätte keinen Sinn gemacht. Womit könnte man beschreiben, was mit deinem Rennwagen passiert, wenn du auf einem Bolidenkatapult landest? Abflug. Was anderes hätte keinen Sinn gemacht. Wie viele Würfel-Items kannst du am Würfelstand höchstens auf einmal erhalten? Drei. Aber mehr Items hat man auch nicht. Sind die Felder hier nicht etwas größer als an anderen Orten? Wofür sollten sie Platz bieten? Rennwagen. Richtig. Wow, ist das bisher einfach. Jetzt kommt eine übel schwere Frage. Was hältst du am Zielbogen als Bonus für das Absolvieren einer Runde auf der Rennstrecke? Oh. Ups. Wimsen? Ah, toll, Alter. Ich dachte, hier ist so eine besondere Strecke. Kommst du, wenn du überrundest, Sterne? Was tauscht die Standorte, wenn der Tauschomat aktiviert wird? Rennfelder. Oh, Junge, ist das wieder anstrengend. Okay. Ja, die Würfelstände. Was? Mit dem Leben. Okay, ja, gut, macht Sinn. Ja, aber ich dachte immer, die sind fest. Egal. Er ist der Bereich der Rennpiste, an dem sich der Würfelstand befindet. Ochsengasse. Ah, das kennen wir von Formel 1. Das ist cool. Er poliert den Wagen mal am Würfelstand. Schon Power Coopers. Gut, meine eigene Boxen-Crew. Ich nehme die von Red Bull von damals. Dabei sind die nicht mehr so gut. Was ist ein besonderes Bootschirm hier im See? Yoshi? Scheiße. Hab nicht geguckt. Plessy. Okay. Die Puppe. Was ist ein Dowie? Also. Damit ist das Mystery in diesem Ort beendet. Glückwunsch, dass du meine Frage alle richtig beantwortet hast. Erfüllung. Hast du einen korrekten Antworten gemacht? Hast alle? Jetzt ein Geschenk. Oh, die nächste noch von uns. Was habe ich denn da falsch gemacht? Hey, ich bräuchte einen Turbowürfel. Damit kann man in den urwitzigen Tempo vorankommen. Schon davon gehört? Ich soll damit einen Testort machen, aber ich habe gar keine Zeit mehr, mir einen zu besorgen. Könntest du mir einen Turbowürfel am Würfelstand besorgen? Der ist so ziemlich am Anfang der Boxengasse. Nicht vergessen, was ich brauche, wird als Turbowürfel bezeichnet. Okay. Ah, hallo, Waluigi. Hey, Herzchen, fühlst du dich flippig? Willst du mal ausflinten, wie sehr dir Flipper am Blut liegt? Los, noch ran. Waluigi Flipper? Pinball? Ne, wie geht das? Geht gar nicht. Tolle Musik. Oh. Aber wer hätte denn damit gerechnet? Oh yeah. Was passiert, wenn die Kugel raushält?
Ich stehe dann wieder. Hey, dass man Flippers spielen darf. Start! Oh, ich liebe Flipper. Ja, was gibt's denn hier eigentlich noch so alles? Fuck, ich hab... Natürlich. Was gibt's noch alles? Hallo, stop it, please. Stop it. Ey. Ich würde gerne mal... Ey! Ist ja unfair. Was gibt's eigentlich? Mach mal hier so nur... Also wenn man es perfekt timet, kann man da immer diese Bonus-Dinger bekommen. Diese 12 Punkte. Ich sehe nichts, Mann. Excellent. Boah, der war gerade deftig. Wie komme ich denn auf die Straße? Ach so, mit dem kleinen. Dem rechten da. Okay. Der kleine rechte kann mich auf die Straße führen. Wenn ich perfekt treffe. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Oder der da. Okay. Oh. Super. Valuigi. Was bringt mir der? Also er bringt anscheinend 10 Punkte, aber so lohnt ist dies auch nicht. Oh, ich liebe Pinball, Alter. Das ist geil. Das ist geil. Oh, schade. Nicht ganz geschafft. Paris! Let's go! Alter, wer das bekommt, der hat ja schon gewonnen. Warum habe ich fast verloren? Das war echt wenig Vorsprung. Hätte ich den Rest des Letzten jetzt nicht bekommen, dann hätte ich es verkackt. Okay. Bitte, hast du es echt geschafft? Ist wohl ein Flipperstar an der verloren gegangen. Probier es jederzeit nochmal. Perfekt. Aber ich verstehe nicht, wie die anderen da noch fast dran gekommen sind. Oh, hallo Bowser. Ich habe ja den Weg blockiert, damit niemand das Ziel erreichen kann. Niemand, haha. Hurensohn. Ein echter Hurensohn. Den niemand mag. Milch, prima, danke. Gut, dass ich die Kameraanleitung nicht hier habe. Ich würde sie ja eh nur voll kleckern. Hier hast du weggelassen, Milch. Milch in Anführungszeichen. Milch ist genau das, was mein Hirn benötigt hat. Plötzlich ist mir klar, was an der Kamera wie funktioniert. Ja. Ja, würdest du gerne mal selbst erfahren, wie spannend das Maulwurfleben sein kann? Du kannst es ausprobieren in Gehämmer und nach Gespür. Ist das ein fucking Glücksspiel? Okay.
Das ist ein fucking Glücksspiel, sein zu Spieler. Hallo. Habe ich nicht schon gewonnen jetzt? Ah ne, die können auch zwei einzelne Ziele machen. Ist ja blöd, Alter. Okay, sieht gut aus. Sehr gut. Perfekt. Ey, die dürfen nicht alles auf einmal setzen. Ist ja echt belastend. Hallo. Gewonnen. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Ich hätte jetzt echt gewonnen, wäre ich unten hingegangen. Da waren sie sich echt einig dann am Ende. So, nerv mich jetzt, das scheint das Richtige für dich zu sein. Ich dachte, du bist jetzt ein Partner. Aber gut, dann hilfst du mir eben nicht. Ich höre immer eine Stimme in den Bäumen, aber ich kann nie jemanden sehen. Wirklich unheimliche Sache. Dein Geist herumschwimmt, könntest du nicht mal nachsehen? Alter, Wario! Oh, du. Okay, Fettsack, Alter. Start! Ich spiele verpiss dich einfach. Dankeschön. Jo. Jetzt haben wir auch nochmal was. Ah, danke für den Spawn. Ja, natürlich. Der spawnt direkt bei Peach oder was? Ja, ich habe gewonnen. Also wenn du richtig spawnst, kannst du da auch ordentlich absahnen. Danke für deine Mühen. Da war also kein Geist, ja? Doch, du hast einen Geist. Normalerweise. Ist das Milch? Für mich? Wow, woher weißt du, dass ich die so gerne mag? Was für ein toller Tag. Das heißt Wickler. Wickler verteilt gerne seine Milch. Ja, gar nichts geht über Milch. Danke dir und auch ein liebes Dankeschön an Wickler. Ja. Ja, Wicklers Milch. Scheint ja eine große Map zu sein eigentlich. Oh, Milch für mich freut mich sehr. Vielen Dank. Ecker, das hat mir so viel Energie gegeben, dass ich am liebsten sofort eine Runde auf der Piste joggen würde. Okay. Viel Spaß. Item in die spielen. Glücksitem. Das Item, das du erhältst, sagt etwas über dein Glück aus. Schön. Wie die Geisterglocke. Start. Start. Hier und unten links. Ende. Ende. Item erhalten. Item erhalten. Ja, wie ist mein Glück? Glücksitem Ergebnis, Erhältnis Item Geisterglocke. Laut diesen Item bist du ein riesen Glückspilz. Glückslevel 6. Falls du schlechte Laune hattest, wird sich die auf der Stelle bessern. Das ist was, wie wenn man einen Launentauschomaten einschaltet. Ah ja. Ah, Mario, kannst du dir aber vorstellen, was hier passiert, wenn es knackig kalt wird? Nach mehreren Tagen mit extremer Kälte friert manchmal der See zu und man kann daraus Schlittschuh fahren. Möchtest du mal von der harten Arbeit entspannen und ein bisschen Eislaufen, Mario? Oh, was ist das denn? Wie gemein ist das denn? Ich
Also. Eise. Oh, ja. Nee. Die Achse. Die Achse. Ey. Zwei Treffer reichen für die Dicken. Good to know. Ich, der oh, geil. Tony. Oh, danke. Ende. Ich hab ganz knapp die meisten. Schönes Spiel. Ganz ärgerlich, wenn dir die plus 3 Münze geklaut wird, aber ist in Ordnung. So, jetzt sollte wieder was passieren. Über Eis zu flitzen und den Wind im Gesicht zu spielen ist toll, oder? Lass uns, Mario, du hast 30 Ministerne oder mehr gesammelt. Du musst belohnt werden. Oh ja, ich habe auch was Schönes für dich. Gleich hier entlang. Was ist mit der Boxencrew? Danke für all deine Hilfe. Klasse Sammelarbeit. 30 Ministerne, das ist nicht von schlechten Eltern. Ich zeige dir gleich das nächste Spielbrett, doch zuerst noch etwas anderes. Wirst du was als Andenken verdient? Huch, der Himmel wird ganz dunkel. Was los? Oh nein, die Ministerne. Das ist doch der Sumo-Bruder-Boss. Los, ihr Paracoopers, diesmal werden wir die Ministerne beschützen. Oh. Ah, jetzt wurde auch noch einer der Paracoopers entführt. Der Sumo-Bruder-Boss hat nicht nur die Ministerne geklaut, sondern den Paracooper noch dazu. Wenn es so weitergeht, werden wir nicht rechtzeitig mit dem Aufbau fertig. Bitte hilf den Paracoopern und versuch, die Ministerne zurückzubekommen. Nö. Würde ich erwarten, sag Bescheid, wenn du versuchen möchtest, dir die Ministerne wieder zurückzuholen. Opfer. Gut, dann. Ich habe wieder beim Start. Können wir den Tod was geben? Milch zur Stärkung. Mach ich gleich ein Foto. An einem heißen Tag ist nichts erfrischender als ein Glas Milch. Und Wickler. Ah ja. Sass. Tauschomat ist eingeschaltet und mein Laden erscheint einfach nicht. Könntest du den Tauschomaten vielleicht mal überprüfen? Er befindet sich vor der Tribüne. Das Vieh heißt Story. Ich dachte, das heißt Blessy. Will den Rennfahrern mit einem Pfeil die richtige Rennrichtung anzeigen. Nur in welche Richtung soll es gehen? Ist ja klar, in welche Richtung auf dieser Piste gefahren wird. Falls ja, in welche denn eigentlich? Nach links. Ah, na logisch. Hätte ich mir ja selbst denken können. Vielen Dank jedenfalls. War's richtig? Keine Ahnung. Ich würde gerne testen, ob man im Mototrom auch ganz besondere Rennen veranstalten könnte. Deine Meinung dazu würde mich sehr interessieren. Könntest du bitte für mich das Kompoliden-Rennen testen? Ja. Mario? Mario? Also manchmal ist der CPU-Kumpane ein bisschen dämlich, muss man sagen. Los! So gut gemacht, Mario. Nio. Fahre! So, ich hab ja vergessen, der denkt hier voraus. Scheiße! Fahre! Mensch, fahre! Was machst du? Mit dem Computer ist das absolut dumm. Wir können das auch enger nehmen, mein Freund. Ende! Wir haben es ja richtig hart verkackt.
Perfekt. Aber wir sind heute gut weit gekommen. Es gibt nur 52, das heißt, sind nur noch 18 übrig. Hier. Danke fürs Ausprobieren. Man sah dir richtig an, wie viel Spaß es dir gemacht hat. Sagen wir, geben die Toad hier noch was? Am nächsten stellte ich mir die perfekte Pause vor. Richtig, richtig klar, bitte ein Dankeschön von mir aus. Oh, bitte sehr. Danke für die Milch. Frisch gestellt kann mich beim Anrichten der Kamera jetzt nichts mehr aufhalten. Gut, ich würde sagen, dass wir klar wissen, dass du alle Toads mit Milch versorgt hast. Wir sind ja gut weit gekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.